Das Wetter wieder. Sami und Jens, Skanda, Enes und Nenad. Ihre Mission? Sie wollen das schaffen, woran Sozialarbeiter und Polizisten bisher scheitern. Einen Kiez befrieden, der aus den Fugen gerät. Ihren Kiez. Hey Marcel, was gibt's Neues? Das Besondere, die Missionare waren einst selbst gefürchtete Gewalttäter und Polizei bekannt. Berlin, südlicher Stadtrand, die Thermometersiedlung. Rund 2/3 Einwandererfamilien. Sprachprobleme, Geldprobleme, Gewaltprobleme. Vor allem ein Jugendgewaltproblem. Seit über einem Jahr suchen Menschen, die hier leben, selbst einen Ausweg. Durch ein in Deutschland wohl einmaliges Experiment. Schon bei den Kindern spielt die Angst stets mit. Nenad und Skanda schauen nach dem 12-jährigen Ali, jüngst Opfer einer Gewalttat. Das ist auch mal wieder so eine Sache, weißt du, da passiert was und dann machen die mal, da haben sie den Mut dazu, eine Anzeige zu machen und ziehen sie zurück. Wahrscheinlich wurden die auch bedroht. Unlängst mussten sie Ali ins Krankenhaus bringen. Ein Vater aus der Nachbarschaft hatte ihm eine Flasche an den Kopf geworfen. Das ist schrecklich aus. Schauen Sie sich mal an. Und das war ein erwachsener Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. In der Regel ist es so, dass die Opfer Angst haben, die Täter am Ende anzuzeigen. Die haben Angst aus Rache und da passiert eigentlich gar nichts. Und die haben sich jetzt entschieden und hatten den Mut, den anzuzeigen, haben die jetzt auch zurückgezogen. Ich denke mal, dass die Familie auch bedroht wurde von dem Vater. Die sagen das natürlich nicht so. Die probieren das so weit, wie es geht, sage ich mal, unter sich zu klären dann irgendwie. Und dann eben dritte Person oder nicht beteiligte Person eben rauszuhalten. Wie zum Beispiel Polizei oder ähnliches. Polizei, im Kiez eher als Fremdkörper empfunden. Auch deshalb werden viele Straftaten erst gar nicht angezeigt. Diese Multikulti-Welt, alles andere als idyllisch. Alteingesessene ziehen weg. Ich habe hier auf dem Spielplatz erlebt, wie Kinder mit Krücken auf ein anderes Kind losgegangen sind, darauf eingeschlagen haben und wo sogar die Erwachsenen weggeguckt haben und die anderen Jugendlichen noch angefeuert haben. Meinem anderen Sohn wurde hier ein Messer an den Hals gehalten, der ist 13 und kann man nicht mehr machen, es geht nicht mehr, ist nur noch weg hier. Sie sagen, die Erwachsenen gucken weg. Warum? Ja, auch, gucken, warum weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben. Vor wem? Vor was? Vor Angriffen dann. Wenn man sich hier einmischen tut, was hier los ist. Nun sollen sie die neue Hoffnung sein, in dem Problemkiez, in dem sie selbst mal Teil des Problems waren. Ein gewagtes Experiment. So produzierten sie sich einst, immer im Konflikt mit den Kartoffeln, wie sie hier die Deutschen nennen. Weil man stehen da für Kartoffeln rum. Ich gehe hin und rempel an und sage, ich werde seine Sippe ficken. Da geht gerade, dass er sein Schutzgeld holt aus Cholon. Schutzgeld kassieren, hier wohl nur Angeberei vor der Kamera. Hoffentlich macht er keinen Stress da drin. Doch regelmäßig kam es zu Straftaten. Mitglieder einer damals gefürchteten Gang. Ausgerechnet sie sollen Jahre später den Kiez befrieden. So Skanda. Wir treffen Skanda in einem kirchlichen Gemeindezentrum. Heute ist er ehrenamtlicher Helfer in der Jugendarbeit. Trotz seiner kriminellen Vergangenheit, nun werden dem 22-Jährigen Kinder anvertraut. Ebenso Nenad. Vom berüchtigten Schläger zum Nachhilfelehrer. Wenn du es gar nicht machst, dann dauert es dann morgen noch länger. Dann hast du morgen noch viel mehr zu tun. Dann hast du immer mehr zu tun, weil du nie was gemacht hast. Das Zentrum, einst durch ehrenamtliches Engagement ins Leben gerufen, nun durch den Bezirk und durch die Aktion Mensch unterstützt. Das Gebäude stellt die evangelische Kirche. Gekocht wird dennoch muslimisch, auch dank gespendeter Lebensmittel. Gratis Mittag für Kinder, von denen viele selten eine warme Mahlzeit sehen. Ein Schlüssel zu Familien, die sich bisweilen völlig abkapseln. Damit kriegen wir dann Kontakt mit den Eltern.
man versteht sich dann mit den Kindern besser. Die sind dann nicht mehr so aufmüpfig, weil wir dann die Eltern kennen. Und ich denke mal, das ist ein sehr guter Sprung dahin, dass die Kinder nicht mehr so gewalttätig sind. Viele kleine Schritte gegen Gewalt und nun ein großes Experiment, das Schule machen könnte. Über ein Jahr dauerten die Vorbereitungen. Wir sind mit der Kamera dabei. Es beginnt ein Krafttraining der ganz speziellen Art. Um innere Kraft wird es in den nächsten Monaten gehen. Kraft, um mit der kriminellen Vergangenheit brechen zu können. So wollen das Nenad und Skander und die anderen. Unter Anleitung von Oliver Lück. Ihr kennt euch aus. Ihr kennt hier jeden Stein. Ihr kennt hier jeden Grashalm, jede Straße. Ihr kennt hier jeden Weg. Ihr habt das zum Teil alles am eigenen Leib erfahren, gespürt und mitbekommen. Wer sollte besser geeignet sein, um hier was zu bewirken? Eure Gesichter, die wird man erkennen, euch ganz anders respektieren, als ihr es je erlebt habt. Auf eine ganz tolle Art und Weise. Ohne dass einer von euch es nötig hat, wie vielleicht früher irgendwann mal, irgendwelche Geschichten anzuzetteln, aggressiv zu reagieren, andere Leute einzuschüchtern. Die Leute werden einen ganz natürlichen Respekt und eine Achtung vor euch haben. Sie werden euch achten. Achtung und Respekt ganz anders. Als gefürchtete Helden der Straße genießen sie noch einen recht fragwürdigen Ruhm. Auch sie machten den Thermometer-Kiez zu einem heißen Pflaster. Alle sind sie arbeitslos. Doch nun sollen sie zu neuen Helden reifen, zu Vorbildern. Damit ihre kleinen Brüder und Nachbarn nicht so werden wie sie. Und man sieht ja auch, dass die Kleinen das auch sehen, was man selber macht. Also, und die sehen jetzt, dass ich jetzt vor der Polizei festgenommen werde oder was weiß ich. Ja, und dann denken die, oh, der ist cool oder so, denken die dann noch, weil die Kleinen sind eben und die wissen nicht, was das alles für Stress ist und für Probleme und alles. Und meinten, ja, Polizist ist ein Polizist und dann mich am Arsch lecken. Ein Lehrer ist ein Lehrer, der kriegt auf die Fresse einfach. So hab ich zumindest früher gedacht. Aber jetzt, da ich etwas schon älter werde, sehe ich, dass es nicht in Ordnung ist, was ich da früher gedacht habe und was ich gemacht habe. Die Kleinen machen uns alles nach. Das fängt jetzt schon bei denen früher an. Mit ganz scheiße Drogen. Ich kenne hier welche, die sind 14 und brauchen schon 1,5 Jahre Gras und sowas. Ich glaube, wir haben mehr Chancen, an Kleinen näher ranzukommen als die Lehrer oder Erzieher, Polizei, weil die uns auch selber gut kennen, weil wir mit denen hier aufgewachsen sind. Polizeiabschnitt 46. Einigen Kursteilnehmern höchst vertraut. Nach Schlägereien, Raubzügen, Einbrüchen. Die Gewahrsamszelle. Thorsten Kunz ist Sonderermittler für kiezorientierte Mehrfachtäter. So heißen einige unserer Helden im Polizeijargon. Er kennt sie seit Jahren und kannte auch schon ihre kriminellen Vorbilder. Das Bedürfnis, ich sag mal, dem Helden, egal ob er erwischt wurde oder nicht, nachzueifern, eben weil man ihn in der Situation bewundert hat, weil er so viel Geld hatte. Dass der das teilweise 24 Stunden später nicht mehr hatte, ist ja nicht eine Sache, die sich rumspricht. Und da geht das Alter halt besorgniserregend nach unten. Von Generation zu Generation wird die Häufigkeit und Ausübung von Gewalttaten schlimmer. Und die Neigung dazu, im Bereich der Eigentumsdelikte, finanzielle Nöte einfach dadurch zu lösen, indem ich jemand anders entweder beraube oder irgendwo klauen gehe, wird das immer mehr Normalität empfunden. Das ändert sich von Generation zu Generation. Das ist so. Gewalt. Immer früher, immer häufiger, immer erbitterter. Erwachsene greifen kaum noch ein. Auch Monika Lub beobachtet diese Entwicklung. Seit Jahrzehnten arbeitet die Hortleiterin im Thermometer-Kiez. Sie sieht die Schuld bei den Eltern. Viele fordern ihre Kinder nicht mehr, sagt Lub, und wälzen die Verantwortung ab. Auf die Straße oder auf den Fernseher. Das sind Kinder, denen ist alles egal. Die haben auch kein Interesse mehr an Freundschaften. Die haben nur noch im Grund. Also wir haben letztens das Problem gehabt, dass ein Kind gesagt hat, ich stech dich ab. Wie alt? 8. 8 Jahre. Ja? Und dann ist schon so, das war in dem Moment aus der Wut raus. Aber ich weiß nicht, wie dieses Kind reagiert, wenn es vielleicht 10 ist oder 12.
Also mit Armut hat es nichts zu tun. Da gibt es auch Eltern, die trotzdem für ihre Kinder da sind und sich kümmern. Armut allein keine Ursache. Oft aber Resignation oder Antriebslosigkeit von Eltern, die sich dauerhaft im Sozialsystem einrichten. Von ganz unten kommen auch sie. Nun soll es hoch hinausgehen. Die Kursteilnehmer trainieren im Hochseilgarten am Berliner Olympiastadion. Nervenkitzel jenseits von Gewalt und Drogen. Wenige Wochen Gruppenarbeit und Antigewalttraining haben offenbar Spuren hinterlassen. Ich achte jetzt mehr auf meine Aussprache, nicht mehr so viele gewalttätige Wörter. Und ich fühle mich so ruhiger einfach. Du verhältst dich anders, aber hast du dich auch selber geändert irgendwie, auch im Herzen? Hat das irgendwas mit dir gemacht? Ja, ich sag mal so, ganz direkt noch nicht, aber ich hoffe, dass es noch kommt. Rüstzeug für ein straffreies Leben soll es auch an diesem Tage geben. Für Jugendliche und Heranwachsende, die selten etwas schafften im Leben. Allenfalls Probleme. Die Übung, die wir jetzt gemeinsam machen werden, befindet sich auf ungefähr 5,5-6 Meter Höhe. Das heißt, ihr werdet dann im Team gemeinsam über diese beiden Stämme rüberlaufen. Sie werden sich immer bewusster ihrer selbst und immer bewusster, auf welche Aufgaben sie zusteuern und welche Verantwortung sie auch tragen werden. Ich denke, das stärkt sie auch innerlich. Und wenn man stark ist, dann braucht man nicht mehr schlagen, dann braucht man nicht aggressiv zu sein, wenn man innerlich angefüllt ist mit Selbstwertgefühl. Und das haben wir ja bei vielen Kindern und Jugendlichen, denen fehlt das Selbstwertgefühl. Die wissen nicht, wohin sie gehören, sie haben wenig positive Erfahrung. Und das sollen ja nachher auch diese jungen Männer und Frauen rüberbringen und den Kids auch positive Erfahrungen rüberbringen. Für andere da sein, als Seilschaft im besten Sinne, die dem Nachwuchs auf der Straße vorleben soll, dass es auch anders geht, ohne Drogen und Gewalt. Nur gemeinsam schaffen Socki und Dimitri den Weg über die wackeligen Balken. Vertrauen in sich selbst und Teamgeist machen stark, Allerweltserfahrungen, die im Hochseilgarten jedoch spürbar werden. Dort, wo sonst auch stressgeplagte Manager an sich arbeiten. Und zu Managern sollen ja auch sie reifen, zu Konfliktmanagern in ihrem Problemkiez. Es ist schon schön, dass einer auf dich, dass du weißt, dass einer auf dich ganz Zeit achtet und auf dich aufpasst. Ist das immer so gewesen in deinem Leben, nee, in deinem Kiez? Nee, da ist man immer allein auf sich gestellt. Der Stärkere überlebt. Das wollen wir halt zeigen, wer man ist. Okay. Jetzt weiß man, wer man ist. Balanceakt. Nach einem Leben voller Abstürze. Alles klar? Der klettert wieder hoch. Zwischen Hochseilgarten und Großstadtdschungel. Ein Balanceakt bleibt der Kurs für Ines. Immer wieder hat er Ärger mit der Polizei. Und dennoch leidet Ines selbst unter der Kriminalität im Kiez. Vor seinem Haus wurde geschossen. Das Einschussloch im Glas blieb. Nebenan der Supermarkt geschlossen, nachdem er sogar geplündert wurde. Hier war mal ein Plus drin. Auf jeden Fall, da wurde im Jahr vielleicht zweimal eingebrochen. Klar hat dann eine Gruppe hier aus der Südung die Scheibe aufgemacht gehabt davor. Also eingeschlagen, ist reingegangen, hat seine Sachen rausgeholt. Dann kam die nächste, hat die Scheibe abgezogen, sind die reingegangen. Ja, und dann war die Scheibe offen die ganze Nacht. Da konnten jeder reingehen, der wollte. Also, da waren bestimmt an dem Abend bestimmt 20, 30, 40 Leute drin. Die haben sich ihre Sachen rausgeholt. Mit Ines geht es lange bergab. Obwohl sich seine Eltern kümmern. Waren auch schon zwei, dreimal Polizei bei mir zu Hause. Durchsuchung gemacht. Das soll meine Eltern sagen, die waren enttäuscht von mir. Und ich habe auch jedes Mal gesagt, ja, ich mach nichts mehr. Und dann kam wieder die nächste Anzeige. Irgendwann hat mein Vater auch nichts mehr machen können. Dann meinte er, mach was du willst, dann kommst du ja in den Knast, nicht ich. Nun will der 17-Jährige was ändern, sagt er. Weil wenn ich dann später meine Kinder kriege und die dann hier aufwachsen, dann kriegen die vielleicht so eine kriminelle Laufbahn wie ich. Und so, wenn ich sehe, wie meine Eltern schon mich Sorgen gemacht haben, so eine Sorgen möchte ich nicht für meine Kinder machen. Diese Gesetze in Deutschland sind auch viel zu locker, finde ich. Das ist einfach zu lasch, die Gesetze. Deswegen fangen auch viele Leute an, Scheiße zu bauen. Ein sogenanntes Coolness-Training. Kampfsportler lehren, Kampf zu vermeiden.
Sie arbeiten sonst mit Schwerkriminellen im Gefängnis. Die Übung? Ausatmen statt verkrampfen. Fit sein gegen Gewalt beginnt im Kopf und mit der Atmung, sagen die Trainer. Besser, schön, ausatmen. Trau einfach auf deinen Kopf, auf deinen Bauch, auf die Atmung. Ja! Atmung hat einfach was damit zu tun, eigene Mitte finden, ne? Ruhiger werden, bewusst werden übers Leben, Körperhaltung. Ja! Wenn ich bewusst atme und mir ein bisschen darüber im Klaren werde, wer ich bin, und das ist eigentlich nur Sinn der Atmung, gerade werden, selber wissen, wer ich bin, eine innere Ruhe zu finden, hat das einfach auch was mit Auftreten zu tun. Man hat eine andere Ausstrahlung, das ist ganz klar. Man sieht das ja auch zum Beispiel, es gibt auch so Statistiken, dass genau gesagt wird, Kinder, Jugendliche, die wenig Sport machen, die auch eine schlechte Haltung haben, werden zum Beispiel viel öfter Opfer. Die Übung haben wir mal gemacht in einer JVA-Zelle mit jemandem, der... Warum Fernsehen? JVA-Zelle, der jemand umgebracht hat, der wirklich eine heftige Tat hinter sich hat. Jemand zusammengetreten hat, der am Boden war. Mit denen haben wir diese Übung gemacht. Der kam wirklich hoch, der war fix und fertig. Also, guckt, was das für eine Perspektive ist. Und dann halt in. Was ist, hä? Was? 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 Für manchen Ex-Täter eine neue Erfahrung. Gewalt aus Sicht der Opfer. Gut! Und der Nächste. Erniedrigung, Unsicherheit, beängstigend, ist beängstigend. Ausgeliefert sein. Ja, genau. Also, dass man eben halt wirklich keine Wahl hat, irgendwas zu machen. Gar nichts. Man muss es einfach mit sich ergehen lassen, über sich ergehen lassen. Richtige Körpersprache soll helfen, der Gewalt von vornherein aus dem Weg zu gehen. Die Trainer spielen die Bösen. Alltägliche Situationen, die sonst schnell eskalieren. Dimitri, ja, ich bin Russe. Zieh mal deine Jacke hier aus. Kannst du selber angucken. Was? Kann ich gucken mich an? Dimitri müsste den Blicken der Angreifer standhalten, ohne Angst zu zeigen, aber auch ohne herauszufordern. Hey, du sollst ihn angucken. Hey, du sollst ihn angucken. Fass mich an. Fass mich an? Tu er doch. Du sollst ihn angucken. Fass mich an. Kommunikation, das macht einen verrückt, wenn einer nicht mit einem redet. Ja, du redest nicht mit mir. Du sprichst mit mir, machst den Kopf zur Seite. Ich weiß nicht, dass du mit mir quatscht. Sich der Gewalt zu entziehen, braucht mehr Stärke. Oder Witz und Köpfchen. Hey Jungs, ich muss ins Krankenhaus. Kein Stress. Ja, das glaube ich. Absaugen. In vielen Einwandererfamilien darf ein Mann keine Schwäche zeigen. Aus Sprachproblemen werden so nicht selten Gewaltprobleme. Er kann sich noch nicht so verständigen oder er möchte gerne was ausdrücken, aber er meint immer so, das kommt nicht so an, man versteht ihn nicht so, das, was er überhaupt will. Und darum lässt das sein und versucht es dann halt eben mit dem Kopf zu entscheiden. Also Statur, Brust raus und durch. Wer soll mich anmachen draus? Weil mich keiner draußen anmacht. Warum macht dich keiner an? Keine Ahnung. Und wenn es doch so passieren würde? Dafür habe ich was in der Tasche. Hey Kumpel, komm Alter. Was? Eine Übung. Streithähne auseinanderbringen. Ohne selbst zu provozieren oder Unsicherheit zu zeigen. Komm, ey, der ist am Ende, Alter. Lass ihn, der ist am Ende, Alter. Der kann nicht, der ist am Ende. Jungs, was willst du denn? Jungs, bleib doch locker, Jungs. Komm her, du Arsch! Komm, was? Komm, der ist am Ende, Alter. Der ist am Ende. Der ist am Ende. Komm, bleib locker. Skander, der früher Konflikte schuf. Souverän schlichtet er. Wir begleiten Skander im Kiez. Schon lange sucht er Arbeit, aber er findet nur Minijobs. Dennoch ist er fest entschlossen, sich eine Zukunft aufzubauen. Laut Statistik hören die meisten Straftäter ganz automatisch auf, wenn sie eine Familie gründen. Partnerin wie Joanna, demnach wohl die wirkungsvollsten Antigewalttrainer. Erst kürzlich haben die beiden geheiratet, obwohl Joanna wusste, auf wen sie sich da einließ. Ja, ich hab die gar nicht gesehen. Hat uns mit Einbrüchen durchgeschlagen. Und was habt ihr so aufgebrochen? Wie kann man sich das vorstellen? Autos, Kioske, Geschäfte? Alles Mögliche. Vieles. Was da mal passiert, oder? Ja. Ab und zu. War auch egal, ob Polizei die erwischt hat oder nicht. Und irgendwann, naja, da habe ich ihn natürlich auch vor die Wahl gestellt, ne, dass es so nicht weitergeht. Entweder so oder so.
Ja klar, fühlt man sich auch für die Familie verantwortlich. Denkt, okay, wenn ich jetzt weg bin, was ist dann? Bedeutet dir das auch für euch? Also, dass er jetzt auch richtig was macht, auch für den Kiez? Ja, natürlich, weil ich meine, unser Kind ist ja auch die nächste Generation. Tja, ist ja klar. Warum? Wenn weniger Vandalismus ist, dann muss ich zum Beispiel weniger Miete bezahlen. Innerhalb von ein, zwei Jahren haben wir, der Großteil der Geschäfte haben wir geschlossen. Hier war ein Reichschild, hier war ein Plus. Ja, was war hier noch? Zeitungsladen, alle haben zugemacht. Zweimal Zeitungsladen. Ja, wird halt viel geklaut. Ausgeraubt wurden. Probleme, die Skanda einst selbst mit schuf. Ich bin stinkend sauer. Vier Leute, die es geschafft haben, heute pünktlich da zu sein. Erklärt mir mal bitte, warum ihr euch nicht an die Zeiten halten könnt. Was ist da dran so katastrophal schlimm? Und ich habe keinen Bock, mich von euch verarschen zu lassen. Zumindest von einigen. Das ist die scheiß typische Mache, euer typisches Muster, wie ihr seit Jahren funktioniert und tickt. Wie wollt ihr Kindern später irgendwas klar machen, wenn auf euch kein Verlass ist? Vier von acht Kursteilnehmern fehlen. Halbgruppentherapie. Eine erste Krise im Team nach wenigen Wochen. Während das Projekt außerhalb mehr und mehr Aufsehen erregt. Die Schauspielerin Katja Riemann interessiert sich. Und ein alter Bekannter der Jungen aus dem Kiez, Oberkommissar Thorsten Kunz. Ihr seid so manches Mal überprüft worden, den einen oder anderen habe ich auch festgenommen. Und im Laufe der Jahre habt ihr mir mal bessere, mal schlechtere Geschichten erzählt. Und ihr habt jetzt schlicht und ergreifend das Problem, wenn ihr nicht mithelft, eine Grenze zu setzen. Wird der Jahrgang der 8- bis 9-Jährigen jetzt es euch beweisen wollen. Das heißt, ihr werdet als Erwachsene mit einer Brutalität innerhalb eurer Siedlung konfrontiert werden, von der ihr heute noch träumt. Wenn ihr Einfluss nehmen könnt, macht es. Meine persönliche Meinung dazu. Theoretisch traue ich jedem von euch zu. Objektiv betrachtet glaube ich nicht, dass es jeder von euch schafft. Zweifel auch auf der anderen Seite. Misstrauen gegenüber der Polizei. Über Jahre gewachsen. Selber wollen die uns erzählen, hier Anti-Gewalt, dies, das, aber selber hauen die zu auf kleine. Gruppengespräch mit Dame. Riemanns Fazit nach 4 Stunden. Wir haben wirklich die Möglichkeit, ein bisschen nett zu sein zu den Menschen, die es gerade mal nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Damit sie es vielleicht doch auf die Reihe kriegen. Da sind Leute, die fallen einfach durchs Netz und die reagieren dann halt mit Gewalt oder so. Und ich glaube, bevor man das verurteilt, muss man erst mal gucken, woher denn das kommt. Und was ich hinter alledem sehen kann, ist Angst. Und das ist, glaube ich, die größte Energie von Menschen. Das sind alles junge Leute, die Angst haben. Und jeder geht mit Angst unterschiedlich um. Enes kommt erst in der Mittagspause. Völlig übernächtigt durch Fernsehen und durch Computerspiel. Längst haben es seine Eltern aufgegeben, Enes wecken zu wollen. Gut, dass du noch gekommen bist. Hallo Enes. Wärst du nicht erschienen, wärst du raus gewesen. Was ist los mit dir? Warum hast du es heute Morgen nicht geschafft? Na, keine Ahnung. Der Schweinehund. Der Schweinehund. Durch diese Unstrukturiertheit, durch Dinge, die man erledigen will und es nicht schafft, aus der Antriebslosigkeit heraus, entsteht ja auch wieder Frustration. Ist Gewalt oder aggressives Verhalten ein ganz probates Mittel, um seine eigene Frustration zu verdecken und zu kompensieren? Also mit dem Aufstehen beginnt die Resozialisation. Mit der Tagesstruktur als solches, würde ich sagen. Erneut ermittelt die Polizei gegen Enes. Zwei Jüngere hatten um ein Fahrrad gestritten. Dann kommt der Hammer. Es erscheint ein erheblich älterer, größer, älter, schwerer Mann und beendet den Kampf, indem er der Person, die das Fahrrad hatte, einfach mal ein paar in die Fresse haut, sodass der 3 Tage nicht zur Schule konnte. Den Namen werde ich euch mit Sicherheit nicht sagen. Achso, du sagst es selber. Gut. Achso, wenn ihr drüber geredet habt, ist okay. Na, aber von mir kommt der Name nicht. Das ist ja, ist kein Problem, ich verstehe das schon. Gut. Aber egal. Bleib mal nur bei der Szene bei. Und jetzt sag, was ist das für eine Konfliktbewältigung? Das war natürlich falsche Methode, aber vom Ding her, dass er den Streit schlichten will und so, das ist eigentlich gut. Solidarität mit Enes.
trotz seines gewalttätigen Ausrasters. Wachsender Teamgeist und trotzdem Probleme mit der Disziplin. 4 Wochen später eine weitere Krise, die sogar das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt. Der Polizeipräsident berichtet über eine Massenrandale von Jugendlichen gegen Polizisten. Im Ortsteil Lichterfelde Süd in der sogenannten Thermometersiedlung. Circa 15 bis 20 Personen, überwiegend mit Migrationshintergrund. Heizt ja die aggressive Stimmung gegen die Polizeibeamten weiter auf. Etwa 10 Jugendliche bzw. Heranwachsende wurden handgreiflich und versuchten, die Beamten beiseite zu schieben, um zum Gruppenwagen mit den Festgenommenen vorzudringen. Dies wurde unter Einsatz von Pfefferspray und Gebrauch des Einsatzmehrzweckstocks verhindert. Unter den Festgenommenen als Angreifer bezichtigt Enes, der doch Konfliktschlichter werden will. Wieder wird gegen ihn ermittelt. Bei ihm der 16-jährige Nico, an dessen Festnahme sich die Randale entzündete. Ich habe es nicht verstanden, warum die dann ihn so grob angepackt haben und so. Und dann meinte ich ja, okay, ey, ich habe da einen kleinen Kurs mitgemacht so, und habe mich auch schon ein bisschen stolz gefühlt, so, dass ich sowas mitgemacht habe und so. Habe dann einfach versucht, dazwischen zu gehen und zu schlichten einfach. Dann kam ein Polizist zu mir, hat mir dann direkt einen Vorschlag ins Gesicht gegeben. Und da habe ich mich nur aus Notwehr hab ich den Typen weggeschubst, also den Polizisten. Da sind die ganzen auf ihn raufgegangen. Die haben auch nicht nur Pfefferspray und diese Schlagstücke, oder was sie ja gesagt haben, benutzt. Auch Elektroschocker waren dabei. Damit Elektroschocker so oft an seinen Bauch gemacht, dass er irgendwann mal umgefallen ist. Die Polizisten nicht aus dem Kiez. Sonst wäre die Lage entspannt geblieben, glauben die Jungs. Also mich hat eigentlich nur stärker gemacht. Durch diesen Vorfall will ich einfach, dass wir mehr mit ein paar Polizisten zusammenarbeiten können. Dass wirklich was ist, dass wir dann uns gleich bei denen melden können. Und das dann nicht so wieder eskaliert, wie es an dem Tag war. Also ich will, dass die kleineren Kinder nicht so eine Probleme kriegen wie wir. Wie toll war heute das AAT? Wie toll war heute das AAT? Wie toll war das AAT, singen sie, das Anti-Aggressionstraining. Nach mehreren Monaten nun der Lohn. Ein Zertifikat, das befähigt, bei der Ausbildung der nächsten Anti-Gewalt-Generation zu helfen. Derweil erlebten einige einen plötzlichen Schub in ihrer Entwicklung. Dimitri begann eine Ausbildung. Ein großer Schweiger. Dave und Jens machen das Fachabitur. Komm her, Jens, Skander. Skander wurde zum zweiten Mal Vater. Für die Arbeit im Kiez haben sie plötzlich viel weniger Zeit. Doch vielleicht sind sie nun erst recht Vorbilder. Ende Januar treffen wir Nenad. Als Begleitschutz für einen 7-Jährigen. Der Junge war wochenlang von Gleichaltrigen gequält worden. Der Kurs, ein Abenteuer, nun der Alltag. An ihrer Ausdauer werden sie sich messen lassen müssen, die neuen Helden vom Thermometer-Kiez. Ob das Experiment fruchtet, werden wohl erst die nächsten Jahre zeigen. Ein vorläufiges Fazit von einem, der anfangs skeptisch war. Ich glaube, dass er dem Kiez allgemein gut getan hat. Aber wir... Na, das in einer Breite eine andere. Ich habe ein paar Leute mit einer anderen Mentalität da. Ich habe ein paar Leute, die, ob sie mir oder ihnen gegenüber zugeben, ist völlig unwichtig. Aber wo man aus dem täglichen Handeln merkt, dass sie bestimmte Sachen, die sie noch vor einem Jahr, wo sie weggeschaut hätten oder vielleicht sogar für gut befunden hätten, dass sie die jetzt eigentlich eher verachten, eben weil sie eine Rücksichtnahme haben. Weil letztendlich wollen die wenigsten Menschen auf dem Müllhaufen leben.